Hi, mein Name ist Julian, ich bin 20 Jahre alt, bin gebürtiger Braunschweiger und mache mein freiwilliges ökologisches Jahr im Evangelischen Bildungs- und Tagungszentrum in Pappenheim. Das Evangelische Bildungs- und Tagungszentrum in Pappenheim hat ca. 30.000 Übernachtungen pro Jahr, liegt im Naturpark Altmühltal und ist aufgrund seiner grünen und schönen Lage ein lohnendes Ausflugsziel für viele Klassen und Privatpersonen. Ich bin im Bereich der Erlebnispädagogik tätig. Dort begleite ich Abenteuer- und Erlebniswanderungen. Eine Station dieser Wanderung ist das Spinnennetz. Dort haben die Teilnehmer die Aufgabe, von einer Seite des Spinnennetzes auf die andere zu kommen. Und das erfordert schon eine gewisse Kommunikationsfähigkeit an den Teilnehmern und fördert vor allen Dingen das Vertrauen der Gruppe ineinander. Gesunde Ernährung ist mir nicht nur ein persönliches Anliegen, sondern es ist mir auch wichtig, für Kinder eine Vorbildfunktion einzunehmen. Aus dem Grund habe ich im Kindergarten ein Projekt gestartet zum Thema gesunde Ernährung, wo die Kinder einen Obstsalat mit mir geschnitten haben, damit sie selbst spüren und schmecken konnten, dass gesunde Ernährung auch Spaß machen kann. Unser Haus beteiligt sich am kirchlichen Umweltmanagementsystem Grüner Gockel. Hierbei arbeiten die Mitarbeitenden daran, die Umweltbilanz unseres Hauses zu verbessern. Meine Aufgabe ist die Erfassung der Energiedaten. Wenn man hier ein FÖJ macht, sollte man auf jeden Fall Kommunikationsfreude mitbringen, Spaß am Draußen sein und Flexibilität. Sich um die Natur zu kümmern ist deshalb wichtig, weil wir erstmal natürlich das berühmte Argument nur eine Erde haben, was auch richtig ist. Und bei mir persönlich war es so, dass ich auch immer einen starken Bezug zur Natur habe. Also ich fühle mich in der Natur wohl, ich verbringe da gerne Zeit und deshalb möchte ich das gerne erhalten. Andere mögen da andere Beweggründe haben, aber für mich ist das dieser simple Beweggrund eigentlich der Hauptbeweggrund. Die FÖJ-Stelle habe ich dadurch entdeckt, dass ich mit meinen Eltern immer Wanderurlaub in Österreich gemacht habe und ich die Berge so gerne mag, dass ich mir gedacht habe, dass ich nach dem Abitur mich vielleicht für die Umwelt ein bisschen einsetzen könnte. Und dann habe ich mir verschiedene Einsatzstellen in Österreich angeguckt, wo aber nicht wirklich was dabei war, was mich interessiert hätte, weil es hauptsächlich Büroarbeit gewesen wäre und ich auch draußen unterwegs sein wollte. Und dann habe ich nochmal in Bayern danach geguckt und habe da auch recht schnell diese Einsatzstelle gefunden. Und nach einigen Telefonaten und einem Treffen haben wir das dann sehr schnell arrangiert, dass das hier möglich geworden ist. Ja, warum mache ich hier ein FÖJ? Ich wollte mir auf jeden Fall erstmal nach dem Abitur ein Jahr Zeit für mich selbst nehmen, um mir auch erstmal darüber im Klaren zu werden, was ich studieren will, was ich überhaupt machen will. Also die berühmte Frage, wo komme ich her, wo will ich hin? Und das hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe mir diese Frage für mich selbst beantwortet und von daher kann ich jetzt schon sagen, dass es ein voller Erfolg war, sich ein Jahr Zeit dafür zu nehmen.